Das SE4. Wow! Sei! Wer mich unterstützen will und meine Projekte, einfach kurz Survival bei den Nutzen. Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen bei Messertest 2021. Heute testen wir das SE4. Auch zur Verfügung gestellt von Knives & Tools. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach in die Beschreibung gehen, gönnt euch. Kommt da direkt drauf zu und ich zeig's euch jetzt. Da ist es! Verpackung ist gleich wie beim SE6, nur ein bisschen kleiner die Verpackung. Schon mal der erste Punkt. Aber hier ist das SE4 drin. Und nicht irgendein SE4, nein, sondern Special Extended Edition mit wunderschönen Griff. Ah, so, ist schöner. Das wirkt ein bisschen wie Knochen, wie Perlmutt oder sowas. Ist auch nicht dieser Stoff. Genau, es ist nicht dieser normale, sondern das ist so ein festeres Zeug. So. Auch, finde ich, ein schönes Messer, große Klinge. Aber es ist natürlich nur das Vierer. Bedeutet, wir hatten jetzt natürlich wieder den Kontrast eines ultra krassen, großen, langen, große Klingemesser. Und hier haben wir jetzt aber, ich glaube, das ist sogar konform mit dem Messergesetz. Klinglänge sind dabei 11,5 cm. Ihr Profis wisst es, ob das erlaubt ist oder nicht, aber mir war so. Guck mal hier, nochmal, damit das auch für jeden sichtbar ist. So. Ganz ehrlich, ich finde es, liegt gut in der Hand, hat eine solide Größe. Es ist komplett, ja. Aber guck mal, wenn ich das zum Beispiel in die Hand nehme, ja, dann siehst du, dass hier unten so gut ein Zentimeter fehlen würde. Das hast du beim SE6 zum Beispiel nicht. Das ist halt so, ne? Aber ey, man will ja auch nicht jedes Mal mit so einem Messer losrennen. Aber ist es halt ein Messer, ist es ein Alternative oder nicht? Wir kriegen es raus, wir gehen in den Test. Seiltest. Lustiger raus, bester Zollstock. Ja, Hummel Solution, Jungs. Bist du bereit für Test Nummer 1? Ich bin bereit. Ich mache jetzt hier so, ne? Ein bisschen höher setzen. Ja, ja, so. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus? Arme ausgestreckt. Arme ausgestreckt. Ah, hier merke ich schon wieder, ich würde es am liebsten so halten. Ne, um den Schwung zu haben. Geht aber nicht, weil geht nicht. Safety first. Frühstück zeckend. Bereit? Ja. Oh, da bin ich abgerutscht. Machen wir nochmal. Was war das? Habe ich einfach nur runtergerutscht? Läuft halt nicht bei mir. Nochmal. Nee, das ist. Ja. Das ist krass. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist bis jetzt das beste Ergebnis. Wenn man richtig trifft, ist es. Wenn man trifft, ist okay. Ich bin halt nicht der Treffer. Ich bin halt der nicht der Treffer. Geh nochmal all in. Seil! Oh! Wieder abgerutscht. Wieder abgerutscht, das war. Ich mach mal, wie ich vorher gemacht habe, okay? Bam! 360! Ja, ist schon. Also das erste Ding war noch am besten, das Ergebnis. Aber wir haben ja noch den Schneidertest, Hacktest. Bereit? Ja. Oh ja. Ja, du merkst halt, das ist auch wieder eine dickere Klinge. Das ist echt wie Butter. Das ist geil. Das ist geil. Stuhlschmieren. Ah, langsam. Ja. Langsam wissen wir es auch. Ich glaube, das hier ist ein klassisches Ding, womit ich gerne Stullen schmiere. Auch viele wahrscheinlich. Das sieht auch aus wie ein Messer, was man zu Hause in der Schublade hat. Absolut gehe ich mit. Noch eine schöne trockene Stulle hier, mal ein bisschen Leberwurst aus der Sonne. Dann gehen wir rein. Geht, one wall free, halten wir uns nicht lange auf, ist ein geiles Messer. Ja. Nächster Test. Gut, Betoning. Oh, das wird jetzt interessant. Also Betoning ist natürlich jetzt eine sehr, sehr kleine Klinge, aber gut. Nee, du hast kein Problem! Du! Nee, du! Warte, Hicke! Bist du bereit? Ja. Für eine Runde Betoning mit einem SE4. Special Extended Edition mit ultra geilen Griff und so. Okay, wir gehen rein. Ich bin gespannt, also. Was halt hier geil ist, ich glaube, der Griff kann nicht kaputt gehen, weil der durchgehend mit so einem. Ordentliche Bremswirkung. Ja. Was denn? Halt gut. Ja, das Messer auch ohne festzuhalten schon. Macht es schon, ich kann das. Ups, kaputt. Hast du gehört? Hat die knackt. Kriegt es wieder ab. Ja, gut, muss ich mich freuen. Da sind halt auch ein paar Äste drin, ne, in dem Stück. Das ist ein richtig verasteter Ast. Na und? Dann geh mal rein. Das ist für mich keine Ausrede. War bei den anderen auch. Der springt ja anscheinend hier, der Stock.
Boah, ich hab Angst, dass ich mir auf die Pfoten haue. Boah, Digga! Weil du lachst, meine Alter, das ist voll anstrengend. Auch wenn es nicht so aussieht. Ey, was ist denn, wenn man so das Ding reinjagt? Jetzt bleib doch mal still. Wie stoffst du den eigentlich, ja? Wie haut er denn? Ja. Na, ich hab eine Idee. Stellt euch vor, na. Stellt euch vor, ihr habt schon einen Block. Oh, der Griff hat sich ins Holz gearbeitet. Ja, nimm, geh. Die viel wichtige Frage ist, kriege ich jetzt wieder raus? Warte mal. Oh, Leute. Schönes Bild. Es ist einfach fest. Okay, ist nichts zu machen. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin K.O. Das Messer ist noch ganz. Okay, ready? Hat einen Vorteil mit einem langer Stream, ja? Das kann man jetzt auch sehen. Hier merke ich auch wieder, es müsste länger sein oder schwerer, der Griff ist zu kurz. Ja. Aber ganz ehrlich, dafür sind die Messer nicht gemacht. Aber geht, kriegt man hin. So, Hering. Heringschnitzen. Heringschnitzen. Siehst du, kannst du wieder. Okay, und. Und los. Ich muss auch dazu stehen, ich habe kaum noch Kraft. Das hat mich gerade übelst gekostet. Hier wird nicht gejammert, hier wird geklotzt. Mann oder Maus. Geht gut, macht Spaß. Liegt gut in der Hand beim Schnitzen. Fertig ist der. Hier. Gütig. Dann rüber Gurke. Oh. Maya, geh mal weg. Gurke von oben in 3, 2, 1. Sauber. Fast, guck mal, guck dir mal bitte beide Gurkenenden an. Ich finde, die sind bis jetzt vom Bild her noch deutlich besser als die anderen. Bei vielen waren immer so ein ganz bisschen ausgefranst oder sowas. Hier gar nichts, null. Obwohl der gerade so gelitten hat, das Messer, das Messer. Der Messer. Der Messer, Maya, nein. Hat der Onkel nicht die zweite aufgehoben? Jetzt kommt meine Lieblingsstation, die Wasserflasche. Oh ja, meine auch. Dafür brauche ich auch ein bisschen Essig. Komm, ja. Mal rein. Mal rein. Ready? Potato. Okay. Ich würde hier auch so. Naja, so wie man es halt macht. Ne? Oh. Alter! Hatten wir lange nicht. Hatten wir mein Kampfmesser, glaube ich, einmal. Das ist ja sauber. What the fuck, Alter? Ja, wenn es so scharf ist, ist es einfach easy durch. Es ist ultra scharf. Es ist wirklich ultra scharf. Das habe ich sofort gemerkt. Aber krass, ey. Geil. Geil. Einfach geil. Was kommt jetzt? Jetzt kommt die Dose. Ah, ich habe so ein bisschen Angst. Jetzt machen wir das Messer stumpf. Aber egal, jetzt müssen wir durch. Okay. Kannst du mal zukloppen da? Nicht, dass da Staub reinkommt. Na klar, klopp ich zu. Guck mal hier, Deckel zu, Affe tot. Gehen wir hier rüber, kann ja passieren. Jetzt kommen, glaube ich, Raviolis mit pikanter Soße. Ready? Ja. Ich vermute, dass ich hier nicht mal. Nee, brauche ich nicht. Oh ja, das ist. Das sieht man direkt. Oh, abgerutscht. Das war bei den anderen auch gerade. Ja, das. Boah, das war mit. Oh, das war jetzt mit irgendwie das. Rekord. Das ist Rekord, ja. Alter, das ist Rekord. Oh, ey, SE4. Nice, Baby. Finde ich gut. So, jetzt machen wir das Messer kaputt. Jetzt kommt die große Dose. Okay. Ready? Ja. Ah, es ist ein kleines Loch, aber es ist halt nicht rein. Ready? Ja. Steady.
Ein Bild, gleich das gleiche. Bleibt das gleiche. Also, das ist echt ausgeholt, ne? Also ja, war schon ordentlich ein Bums. Ja. Soll ich es reintrommeln und mal ein bisschen schneiden? Okay, reintrommeln und ein bisschen schneiden. Okay, trommeln es rein. Ah, das war die Hand. Ah, das ist blau. Oh, oh, oh Mann. Da lässt sich nichts schneiden. Könnt ihr vergessen. Kann man damit eine... Oha. Oha. Ich hab's kaputt gemacht. Naja. Naja, naja. Geh mal, was kommt jetzt? Upsala. Tomate, glaube ich, Tomate oder? Tomate jetzt. Ja, gleich von so einem kranken Ding hier auf Tomate. Aber das hier unten, das war geil. Das war richtig geil. Tomatenschnitt in 3, 2, 1. Ja, guck mal, geht noch. Sauber. Sauber. Hacktest. Ja, guck. Ja. Da gibt's nichts zu meckern. Heute gibt's Tomatensalat. Geil. Deutlich besser als beim Tantum. Auch ganz wenig Ausfransung, guck mal. Nur da an der Kante. Warte mal, das müsste von der Sache her. Ja, wir haben nur oben eine kleine Kerbe. Ja. Aber sonst ist gut. Also es schneidet noch Pappe. Ja, ist halt kein Papier. So. Jetzt kannst du dich gerne wieder an den, oh, an den Block okay. Vergnügen. Okay? Ja. In 3, 2, 1. Darf ich mal jetzt kurz? Danke. Halt ultra scheiße in der Hand, ne? Für sowas. Es geht einfacher, wenn du eine Melodie haust. Schön in der Melodie im Takt. In der Melodie? Ja. Born in the USA. Born. Hoppala! Das ist weggerutscht. Ich habe gerade nicht hingeguckt, auf einmal ist ein Messer hier drin. Sorry. Alter, hast du reingeworfen? Nein, es ist abgerutscht. Ich hab. Alter, gut, dass ich da noch ein Brett hatte, ey. Kannst du bitte von der Seite filmen, Chris? Ich hab Angst. Siehst du, das passiert, weil du da unten halt keinen Grip hast. Ja, gut. Lassen wir das. Das ist dafür nicht geeignet. Ready? Ich mach einfach wie vorher mit dem. Upsi. Digga, ich hab grad Angst. Ich hab ohne Scheiß, ich hab's in meiner Wade stecken sehen. Ja. Ich hab's so senkrecht stehen sehen, dass du rauf trittst aus Versehen. Muss ich nochmal werfen? Ja, ja. Du hast eine Weste an. Das will nicht. Es will einfach nicht. Nee. Es ist nicht zum Werfen geeignet. Fährst du am Griff an oder vorne? Am Beides Griff, hab ne? ich gerade. Mach einen Wechsel. Okay. Ah, ja. Okay, da ist das ja. Ja. Okay. Ja, Mann. First try. Max, schneid bitte so zusammen, dass das jetzt First try ist. Ja, First try. Aber wenn es trifft, geht's ordentlich gut rein. Ja, macht Spaß. Gut. Belastungstest können wir uns hier sparen, weil wir haben es mehr oder weniger als Axt umzufügen. Wir haben es belastet wie Sau. Also, jetzt kommt doch noch der richtige Belastungstest. Das wird die. Jetzt kommt der Bruchtest. Ja, wir würden jetzt ein Rohr nehmen, haben aber nicht. Gehst du auf Position? Oha! Ist ein ganz anderes Federn als bei dem Tanto, ne? Vielleicht gar nicht wahrscheinlich, ne? Bist du ready? Ja. Oh, ich hab Angst. Ah! Oh. Nee. Ich geh nochmal von der anderen Seite, weil da ist ein bisschen viel kaputt. Ich muss nochmal hier. Wir brauchen eine neue Bruchteststelle. Die ist langsam für den Arsch. Ne? Ja. Okay, nochmal. Ready? Mhm. Oh. Nee. Oh, ich dachte gerade, das hat sich angehört, aber. Es sah auch so aus, ne? Aber nee. Also das hat gerade echt gelitten. Das war. Oh, ist das. Ah, ist leicht verbogen. Ganz leicht verbogen. Gegenlicht so? Ja. Sieht man das? Das ist ganz leicht oben. Ganz kleine. Ja, also ich sehe es. Es ist schwer zu sehen mit bloßen Augen. Ich nur so. Ja. Irgendwas Helles da. Du siehst die leichte Biegung. Doch, man sieht sie. Oben mit. Ja. Ja. Okay. Ja, Fazit.
kleines Überraschungspaket, hätte ich nicht gedacht. So, das ist mein Gedanke gewesen. Betoning, okay, 80% ist Holzscheiß, es hat wirklich viele Äste, 20% ey, Messer. Aber es hätte ja auch kaputt gehen können. Ist es aber nicht. Es hat absolut geliefert. Geil. Ich finde, es sieht geil aus, hat eine coole Optik, liegt gut in der Hand. Für mich ist es zu kurz, es könnte im Moment länger sein. Aber so für den Alltag, so für alle Dinge machen und so und keine Ahnung, hier so ein bisschen, ne? So, da bin ich dabei, da finde ich gut. Einfach ein solides Messer. Einfach ein solides Messer, man kann hier nicht meckern. Es hält, was es verspricht, was es... Es hält, was es verspricht? Ja. Ich finde es gut, von mir kriegt es eine Empfehlung, klar. Sollte jemand auch Bock drauf haben, Link in der Beschreibung. Und Gruß an Knives and Tools dafür, für das Vertrauen und die Möglichkeit, die Messer zu schrotten. Man muss es mal so sagen. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.